natürlich auch beide Trainer, Matthias von Oswaldorf und unseren Trainer Tobi Kohlinger. Herr von, heißes Spiel, oder? Was sagen Sie dazu? Ich glaube, Lieblingsgegner wird Nürtingen nicht mehr bei Ihnen. Erstmal Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Ja gut, bis die Runde war da unser Lieblingsgegner, jetzt hat es sich mal gedreht. Umso bitterer ist es auch, dass sich jetzt die Runde dreht, im Halbfinale so auszuscheiden. Wie ich finde, haben wir einfach die Gegentore dann zu leicht bekommen. Wenn ihr die erste Halbzeit seht, nach 2 Minuten klingelt es sehr durch eine Unachtsamkeit hinten, wo wir dann nach 2 Minuten 1-0 hinten sind, spielt natürlich dann auch eine Linie in die Karte. In 3-2 in die Halbzeit, auch wie ich finde, verdient. Ich glaube, Nürtingen hat erste Halbzeit 3 Torschüsse gehabt, die waren auch drin. Von daher waren sie sehr effektiv. Zweite Halbzeit dann mit 3-2 noch, mit dem Pausenpfiff das 3-2 gemacht. Ja, da sind wir eigentlich auf dem Weg, wo ich sage, da ist noch alles drin im Spiel. Und dann kriegst du gleich mit der ersten Aktion auch ein Gegentor, wo ich wahrscheinlich keiner weiß, wie das fallen kann. Wo die Zuordnung, die Abstimmung nicht stimmt und dann ein langer Ball ins Zentrum, eigentlich ungefährlich. Bist du dann 4-2 hinten und dann wird es natürlich schwer. Unterm Strich waren die Dinge heute sehr effektiv. Wir haben über weite Strecken auch ordentlich Fußball gespielt, uns nach vorne gespielt. Vielleicht auch in 16er dann das nötige Glück nicht gehabt, dann nach dem 4-2. Aber unterm Strich ist natürlich, hört sich immer ein bisschen doof an, wenn du 6-2 verlierst. Dann sagst du, dass über weite Strecken das Spiel eigentlich gut war. Aber so ist es im Fußball. Glückwunsch nach Berlin. Ja, herzlichen Dank. Würden Sie mir recht geben, dass das 4-2 die entscheidende Szene war, weil ihr seid ja da mit Dampf aus der Kabine gekommen und dann kriegt er gleich so einen Genickschlag. Ja, das sehe ich genauso. Wenn du mit 3-2 auf der Halbzeit kommst, dann darfst du nicht die ersten 10 Minuten so ein Tor kriegen. Am besten gar keins natürlich, ja, weil wir waren am Drücker. Zweite Halbzeit auch, verdient 3-2, uns dran gearbeitet und dann hätten wir da gerade zweite Halbzeit auch weiter Druck aufbauen müssen. Das war der Plan, der war natürlich nach einer Minute gleich zunichte und dann wird es natürlich noch schwerer. Ja, danke. Tobi, herzlichen Glückwunsch zum Finale. Ab wann hast du denn so richtig dran geglaubt? Schon vor dem Spiel hier. Okay. Wir haben es vorher gesagt, es wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Weil wir haben sie zweimal geschlagen und das heißt noch lange nicht, dass man es dann aufs dritte Mal macht. Aber meine Mannschaft war sehr gut eingestellt, haben sofort den Kampf auch angenommen, den Pokalfight, sage ich mal, angenommen, weil im Pokal gibt es nur eins, entweder man gewinnt oder verliert. Und das haben sie von Anfang an auch sehr gut umgesetzt. Natürlich haben sie es gut in die Karten gespielt, dass wir gleich am Anfang ein Tor machen. Waren dann aber auch geduldig und haben gewartet, haben den Gegner kommen lassen, weil wir wussten auch, dass sie spielerisch uns vielleicht überlegen sind. Ein ganz hervorragender Mann mit dem Timo Kern haben, der eigentlich das ganze Spiel bei ihnen macht und gehen dann mit 2-0, sogar mit 3-0 in Führung. Viele haben dann gedacht, ja okay, jetzt schalten wir mal einen Gang runter. Und kriegen dann natürlich in 5 Minuten, glaube ich, zwei so Tore. Das darf einfach nicht passieren bei einer 3-0-Führung. Dann müssen wir cleverer agieren, dann müssen wir ruhiger spielen und noch besser verteidigen. Aber meine Mannschaft in der Halbzeit haben sie gesagt, wir sind einen vorne, das ist schon mal besser als das Spiel angefangen hat. Und natürlich auch danach, gleich nach der Halbzeit rausgekommen, ein Tor gemacht, hat uns mit Sicherheit in Karten gespielt und zum Schluss war es dann vielleicht um ein Tor weit zu hoch. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir heute auch der verdiente Sieger und freuen uns jetzt, genießen den Moment. Aber ich hebe auch mahnend den Finger, jetzt zu glauben, wir sind durch. Ganz im Gegenteil, wir haben nur ein Halbfinale gewonnen. Und das Finale kommt noch, aber das ist erst in 2 Monaten. Von daher genießen wir jetzt den Moment und bereiten uns dann richtig auf Watzenborn vor, weil wir denken immer von Spiel zu Spiel. Und das bleibt auch so. Danke.
Du hast gerade schon angesprochen, die Situation von der Halbzeit. Man führt 3-0, dann kriegst du in der 43. glaube ich war es, 3-1 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 3-2. Das ist ja schon auch ein Schock. Was geht in dem Trainer vor und was sagt er dann in der Halbzeit? Ja, ich habe mir lange überlegt, was ich sagen soll, aber wir sind sachlich geblieben, ruhig geblieben und haben uns angefeuert. Wie gesagt, wir haben auch gesagt, wir sind einen vorne. Ja, das ist noch besser wie vorm Spiel, weil da stand es noch 0-0. Und wir wollen ganz einfach rausgehen. Und die erste Viertelstunde haben wir gesagt, weil Waldorf, wir haben gewusst, Waldorf kommt jetzt dann. Die waren da, ja, haben sich da ein bisschen im Flow haben sich befunden und wir haben da nicht so gut agiert in der kurz vor der Halbzeit, aber wie gesagt, das mit Sicherheit hat auch dann das schnelle Tor uns in die Karten reingespielt und konnten das dann ja, ruhiger angehen. Dann auch so. Fragen von Seite der Presse? Ja, Frage an Herrn Kollinger. Die Aufstellung heute hat ja wenig gemein mit der von Pirmasens. Ich kann mal als Trainer sagen, alles richtig gemacht. Pirmasens ein bisschen geblufft, ein bisschen die zweite Garde in Anführungsstrichen spielen lassen und heute. Die 1A, kann ich tun? Bei uns gibt es keine zweite Garde, ja, sondern wir sind ein Team. Und na klar, muss man schon als Trainer dann abwägen, wer ist jetzt vielleicht gut drauf, wer bräuchte vielleicht eine Pause, weil der Rhythmus dann Samstag, Dienstag ist halt nicht, ist da doch schon eng gestrickt. Und Pirmasens war auch der Platz sehr, sehr tief und schlecht und es hat auch Kraft gekostet. Und ja, da haben wir natürlich ein paar Spieler geschont und war ja in Ordnung. Dann sage ich, feiern Sie heute Abend noch ein bisschen, schön, dass Sie da waren. Euch gute Heimfahrt. Wir spielen am Samstag leider nicht gegen Waldorf, sondern wir erwarten um 14 Uhr Watzenborn-Steinberg. Wäre schön, wenn Sie da wieder hier ins Panoramastadion pilgern würden. Dankeschön und schönen Abend noch. Tschüss.